Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Ich komme jetzt hier aus dem Diamantviertel wieder raus. Ach, ich habe vergessen, ich wollte ja noch zur Versammlung wegen Orta. Phil hat auf einmal jetzt wieder ein Quest-Dings oder ein Rededings. Ich weiß nicht, ich rede mal mit ihr. Vielleicht ist das wieder ein Bug oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich werde Rack suchen. Ich weiß, dass ich ihn retten kann. Ich werde Rack suchen. Ich weiß, dass ich ihn retten kann. Oh Gott, ich werde sowas von bereuen. Es ist entweder ein Fehler oder ich weiß es auch nicht. Gut. Nein, warte mal, dann können wir auch mal eben hier ins Wirtshaus gehen. Und dann gehen wir mal zur Versammlung und reden mit Orta. Ich weiß, dass ich es bereuen werde. Ich weiß, dass ich es bereuen werde. Mit Lord Helmy ist gar nicht mehr hier. Was ist mit Nevin hier? Die tiefen Wege sind nichts für Leute mit schwachen Nerven. Na, wenn du das sagst. Hatte sie was zu verkaufen? Orsama mag einen neuen König haben, aber deswegen lassen Trunkenbolde nicht vom Bier ab. Wie kann ich euch helfen? Nur etwas entspannt nach einem langen Tag? Was heißt das? Nein. Der Stein segne euch und so weiter. Und so weiter, wie sie das sagt. Der Schankwirt, wo konnten wir denn was kaufen? Schankwirt, Gastwirt. Ja, wer denn jetzt nun? Belen ist der rechtmäßige König. Guten Tag wünsche ich euch. So viele Schankwirte und Gastwirte und keiner verkauft was? Ich hielte Freibier für angemessen, um den neuen König zu feiern. Aber? Wir haben Braten auf dem Feuer. Ja, wow. Ist es dann doch Cora, dass ich ihr was abkaufen kann? Orsama mag einen neuen König. Ja, deswegen kann ich euch helfen. Getrunken. Sagt es einer der Kellnerin, wenn ihr was zu trinken wollt. Willst du mich verhundepiepeln? Guck mal, wie viele Gastwirte und Schankwirte wir auf einmal hier haben. Was ist hier los? Es sind keine Gäste mehr da. Aber ein Zecher. Warte mal, da ist ein Zecher. Oh, muss ich nicht verstehen, oder? Verbackt und zugenäht, würde ich mal so sagen. Okay, ich gehe in die Versammlungshalle zu Orta. Das wird die Quest abschließen können. Merkt man so ein bisschen Verzweiflung in meiner Stimme. Entschuldigung, wenn es so ist. Nochmal zurück. Nax hatten wir alle gefunden. Ich überlege gerade, wenn wir mit... Oh, ich hätte mit Shale... Ob das was bringen würde, wenn wir mit Shale über den Abrieb reden, den wir gemacht haben von der Tafel, oder ob wir vielleicht mit ihr sogar dahin gehen. Noch besser wäre es gewesen, wenn sie dabei gewesen wäre, als wir mit Carolyn geredet haben. Aber dann kommt dann wieder doch diese Frage auf... Hätte, warte mal, das ist der Palast, hätte es was gebracht, hätte man es anwesend, hätte es was gebracht, weil es ist ja ein DLC, also von daher, hier ist der Palast, hier war das, ne, die Versammlung. Gegen die Kammer der Versammlung ist der Palast ja irgendwie, wenn ich allein schon die Tür sehe. Gut, dann reden wir mal mit Orta. Ich heiße Orta, nach dem alten Haus Orton. Wir haben unseren Sitz zurück. Und es gibt Unterlagen darüber, welche Häuser dem Haus Orton noch Geld schulden. Eines Tages werde ich mich für eure Dienste angemessen bedanken können. Ein wenig Geld wäre hilfreich. Unterstützt einfach weiterhin König Harrimond. Es reicht mir, dass ihr glücklich seid. Ja, soll sie. Komm, soll sie... Ja, natürlich reicht es mir, dass sie glücklich ist. Soll ich ihm wieder... Ich muss politisch anfangen zu denken, ne? Denrim wartet auf mich. Das werde ich, ganz sicher. Ich weiß nicht, ob es noch ein Vermögen gibt. Aber was ich auch bekomme, ihr könnt so viel davon haben, wie ihr wollt.
Ich muss jemanden finden, der danach sucht. Am besten eine ganze Expedition. Wenn es den Teig noch gibt, gibt es auch noch mehr. Das Haus Orton wird eure Güte nicht vergessen. Klang das nicht ganz offiziell? Okay. Das ist niedlich. Hier kommen wir nicht mehr rein, ne? Quest absolviert. Das heißt, wir haben die Quest auch abgeschlossen. Das heißt, wir haben hier... Das ist auch in Denerim. Oh Gott. Also die Blackstone-Freischärler und die Gemeinschaft der Magier und Gefallen für gewisse Gruppierungen. Wobei, das könnte sein, dass wir das haben. Und die Giftextrakte haben wir auch. Das vernachlässige ich jetzt eher. Ich würde auch jetzt nicht großartig noch was Neues annehmen. Also ich versuche mich auf solche Sachen, ja, Verderbnis sowieso, ist ja mehr oder weniger unsere Hauptquest. Gefährten, ja. In Denerim haben wir auch noch so viel. Aber das ist dann, das andere ist dann eher nebensächlich. Ich denke mir mal, damit sind wir in Orsa mal fertig. Wir haben auch genug angestellt. Um es mal ganz klar zu sagen. Tja, da fällt mir jetzt echt gerade nicht mehr viel zu ein. Ich würde fast sagen, wir gehen raus. Aber nochmal richtig raus. Ich würde gucken, ob sich irgendwas verändert hat da vorne. Wahrscheinlich nicht. An dem Vorplatz, meine ich jetzt. Und dann gehen wir ins Lager. Dort werde ich nochmal verkaufen, was das Zeug hält. Vielleicht sollte ich dann nochmal ohne... Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ich werde nochmal zum Soldatengipfel gehen. Dann nochmal die Sachen, die ich nicht verkaufen möchte, ins Lager packen. Na, so wie Bragans Bogen und wie Löwenprank, was ich ja schon gesagt habe. Kommt dann in die Kiste. Ja, das ist wieder schon wieder ein Fehler, ne, mit Filda. Und ich sehe das schon kommen. Irgendwann kommt die Meldung, Filda ist in die tiefen Wege gegangen und ist nicht wieder gekommen. Ja. Rucksäcke haben wir soweit alle schon, ne? Also da, wo ich welche gesehen habe, habe ich sie gekauft. Wie haltet ihr das nur aus? Die viele Frischluft. Manchmal sehe ich hinaus in diese große schwarze Leere und habe das Gefühl, sie würde mich verschlucken. Mir gefällt das. Ich stelle mir gern vor, dass der Himmel unendlich ist. Grenzenlose Anhäufungen von Sternen, die sich auf ewig drehen in ihrem langsamen Tanz. Das hilft mir nicht. Ich sehe ungern nach oben in ein grenzenloses Nichts. Früher haben die Leute gesagt, der Himmel sei eine riesige Kuppel, geschaffen vom Erbauer selbst, um die Welt zu beschützen. Aber der Kuppelhimmel tauchte die Welt in Schatten und daher setzte er Sonne und Mond hinein, auf dass es Licht werde. Und dann erschuf er die Sterne in seltsamen Mustern, damit der Mensch sich fragen sollte, was sie wohl bedeuten mochten. Der Himmel ist also nur das Innere einer riesigen, verdammten Höhle. Das haben sie geglaubt. Und es gab ihnen Halt. Hm. Und warum hat euer Erbauer die Decke dann so verdammt weit oben hingestellt? Das weiß keiner. Wenn wir die Frischluft nicht hätten, dann würde jeder eingeben, wenn du einen fahren lässt. Lieber Ogryn, den habe ich gar nicht gesehen. Auftragsbericht? Was ist das? Der Schlüssel zur Stadt. Ein Kodex. Quest aktualisiert. Dein erhöhtes Verständnis für die Gesellschaft. Orsamas hat ein Lager für Diplomaten offenbart, das den Vertretern der Versammlung offen steht. Das heißt, ich muss nochmal wieder rein. Wir haben irgendwas geöffnet. Oh Gott, oh, sag mal, lass uns nicht in Ruhe. Ist es eben so? Haben wir jetzt irgendetwas geöffnet, wo wir vorher nicht reinkamen? Und hätte das vorher schon irgendeinen Ausschlag gemacht? Wahrscheinlich. Ich bin jetzt gerade... Das ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht gelangweilt. Ich bin einfach erschöpft von den Entscheidungen, die wir hier getroffen haben. Quest sagt, was jetzt genau? Die Hoffnung einer Mutter. Ich hätte ihr sagen sollen, dass er tot ist.
Nee. Moment. Hä? Der Schlüssel zur Stadt. Dein erhöhtes Verständnis für die Gesellschaft Orsamas hat ein Lager für Diplomaten offenbart, das den Vertretern der Versammlung offen steht. Was heißt das jetzt? Figos und Port waren immer, wir haben uns eine Menge versaut inzwischen. Oh, was heißt das jetzt? Heißt das jetzt, dass irgendeine Tür für uns offen ist? Jana, redet Jana noch mit uns, weil wir seine Tochter ja zum Turm der Magie gebracht haben, mehr oder weniger? Ja, das ist auch ein Fehler. Ich habe nur noch solche Questpfeile. Ihr schon wieder? Wollt ihr etwas kaufen oder eine andere Ecke meines Ladens in Schutt und Asche legen? Ach so, weil wir da durch die Ecke gekommen sind. Mhm. Ja, sag mal her. Natürlich. Vergesst nicht, wir tauschen auch. Hast du irgendetwas, was ich gebrauchen könnte? Nö. Nee, nicht wirklich. Okay, hat sich erledigt. Ich bin dahingehend jetzt echt einfach erschöpft. Wird erledigt. Das waren jetzt so anstrengende Entscheidungen für mich. Haben wir jetzt irgendeine Tür geöffnet, Filda? Da ist die Schenke, da ist diese komische Kirche, die ich sehr unheimlich finde. Na, was hat er denn zu sagen, wo wir Prinz B denn doch geschlagen haben? Unglaublich! Dieser intrigante Harrowmont hat den Thron gestohlen. Seine Steuern werden uns ruinieren und seiner Frau neue Diamanten bescheren. Nun, wollt ihr etwas kaufen oder nicht? Aber er macht noch Geschäfte mit uns. Ich nehme euer Gold. Dafür taugt ihr. Entzückend. Hat er irgendwas, was wir gebrauchen können? Diese Bücher geben immer nur einen Punkt. Wenn ich es richtig mitbekommen habe. Das lohnt sich nicht wirklich. Ach Gott, ist vielleicht jetzt... muss ich. Entschuldigt dieses Hin- und Hergelaufe, aber ich frage mich jetzt, ist das jetzt wortwörtlich zu nehmen? Hat sich eine Tür geöffnet, wo wir auf einmal durch können? Dann wäre es womöglich dann doch eher eine im Diamantviertel, oder? Da waren ja genügend Türen, die nicht zu öffnen waren. Wir probieren es eben nochmal aus. Das nehmen wir jetzt eben nochmal mit. Na? Jetzt, ich überlege, ob ich lesen soll oder nicht. In der Schlacht am Dane wurde Logan McTeer zum Helden und das war's. Ja, siehst du. Haben wir jetzt irgendwas geöffnet hier? Und wäre es vorher wichtig gewesen? Anstatt im Nachhinein. Aber ich habe das voll aktuelle Nachrichten. Kommen übersehen. Lord Balin greift die Versammlung an und wird erschlagen. Totale Niederlage! Wir könnten noch in Harrowmonts Haus rein, aber hier. Nö, hier kommen wir nirgendwo rein. Hier ist der Palast, da ist die Versammlung. Und da war sonst auch nichts weiter mehr bei der Versammlung, ne? Sonst hätte ich jetzt gesagt, da irgendwie. Da ist da die Halle der Bewahrung. Nö, das war's. Ich gehe jetzt nochmal eben in die Dings rein, aber das ergibt keinen Sinn, weil da war nur die große Tür in die Halle der Bewahrung, sonst war da gar nichts. Und da können wir immer noch nicht rein. Also hat sich das... Was ist das? Lager der Versammlung. Schlüssel zur Stadt. Plus 2. Es ist ein Ring. Alle Attribute, plus 4 Zauberresistenz und plus 10 auf erhaltende, heilende Effekte. Ja, aber hallo. Und damit haben wir auch diese Quest absolviert. Du hast den Schlüssel nach Orsama gefunden, eine Anerkennung deines Verständnisses für die Gesellschaft der Zwerge. Ist das jetzt was Gutes oder hätte man das in jedem Fall bekommen? Ich weiß es nicht.
Orte hat immer noch nichts anderes zu sagen. Sie öffnen für uns Räume auf dem alten Orten-Anwesen. Durch euch ist der Traum meiner Familie wahr geworden. Das ist schön, das freut mich, Orta. Gut, fangen wir an. Gut, dann haben wir's. Ich will aber trotzdem immer noch... Oh, jetzt ja diese ganze Hin- und Herlauferei. Es tut mir leid. Dann haben wir das, aber... Ich will eben nochmal auf den Vorplatz, bevor wir nach Orsamareien schreiten, ob sich da irgendwas geändert hat. Und dann werden wir ins Lager und dann werde ich wahrscheinlich noch in Poja zum Soldatengipfel, um noch ein bisschen Sachen loszuwerden, die ich nicht verkaufen möchte. Wie ihr wünscht. Und ansonsten... Tja. Bleibt... Nur noch Denerim. Alle Fäden laufen da momentan zusammen. Und auch alle Quests. Lianas Quest läuft da zusammen. Und ich überlege jetzt gerade, wir haben eigentlich für Alistair, wir haben für Liliana dann und für Stan, Shale, Wynn. Wir haben dann Severin. Severin, aber hatten wir Severin schon? Nee, Severin ist das nicht auch mehr oder weniger schon gewesen? Natürlich. Ich weiß es nicht mehr. Und ich weiß, dass ich Severin mitnehmen müsste nach Denerim. Aber ich muss auch Liliana mitnehmen. Also im Grunde genommen. Oh Gott, es wird lustig. Gut, die erzählen aber nichts anderes, ne? Dass ich irgendwas hatten wir hier mal erst. Also, Wynn, woher wisst ihr denn so viel über Bier? Gibt es da schlüpfrige Geschichten aus einer verkommenen Jugend? Nichts derart Interessantes, werter Freund. Aber die besänftigten Magier des Zirkels sind wahre alchemistische Wundertäter. Und sie brauen nicht ausschließlich Zaubertränke. Es gab beim Abendessen stets den einen oder anderen Probier. Na, da brat mir doch. Wenn das alles vorbei ist, würde ich mich gern mal mit einem dieser Schweigezauberer unterhalten. Besänftigt. Ah, das hatten wir schon mal. Dicht, schweigend, schon. Es heißt, stumm. Die dunkle Brutzeit ist auf Oberfläche aufgebrochen. Oh ja, es ist hier. Der Hauptmann, ach, der war auf der anderen Seite, der Hauptmann. Na egal, dann reden wir jetzt eben nicht mehr mit dem. Das wäre noch eine Möglichkeit gewesen, mit diesem Hauptmann zu reden. Ah, gebt mir einen Moment Zeit! Was? Ach so, aber wie ist... wir haben keinen Moment Zeit, lass uns gehen. Ist alles in Ordnung? Ich weiß, das ist die Oberfläche. Nehmt euch so viel Zeit, wie ihr braucht. Beim Stein, dieser ganze Himmel da oben gibt mir das Gefühl, als würde ich von der Welt fallen. Ihr müsst damit klarkommen, auf uns wartet Arbeit. Ist das seltsam für euch? Gut, lasst euch Zeit, ich brauche euch kampfbereit. Nee, er muss sich zusammenreißen, ganz ehrlich. Schön, ihr seid der graue Wächter. Oh, minus 3. Ich verscherze es mir mit allen. Ich hätte das andere sagen sollen. So, Farron, du hast nichts mehr, ne? Ich habe euch alles gesagt, was ich weiß. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, das hier hat mich schon genug Zeit und Nerven gekostet. Was hat er denn nochmal? Oh, natürlich. Wir gucken jetzt eben nochmal. Ich bin irgendwie ein bisschen durch. Das hat mich ganz schön... Irgendwie habe ich das ganz schön... Die Bilder, da steht Stan drauf, ne? Aber brauchen wir ja nicht mehr. Okay. Oh, warte, doch. Ich habe euch alles gesagt, ja, was ich ja, weiß. Ja. Pass auf, die Lebenssteine und sowas hier. Den Lebensstein kann man verkaufen, den Feuerkristall kann man verkaufen. Das habe ich einfach nur so mal gekauft. Ich fand das so... Diese geringe Zauber weckt die Aufmerksamkeit des Betrachters und lenkt... Oh, wie hübsch! Was ist mit den anderen hier? Ich habe mich doch neulich mit diesem Jäger unterhalten. Weißt du, was er erzählt hat? Meinst du den, der ständig von Werwölfen gefaselt hat? Genau den meine ich.
Er sagt, was ist denn mit Aaron? Hat er jetzt hier irgendwas zu verkaufen? Macht er irgendwas? Wir haben einen König. Das Gold wird wieder fließen. Seid ihr nicht wütend darüber, dass man euch aussperrt? Alles wird gut, wenn der Handel eröffnet ist. Mir ist das Geschäft viel lieber als eine Kaste, die ich sowieso nicht kenne. Jemand muss es ja tun. Schon, ne? Der Handel mit anderen Rassen kann ausbleiben. Wir Oberflächler sind die Lebenslinie von Orsamer, auch wenn man uns eine Kaste verweigert. Die Versammlung sagt, wir hätten dem Stein den Rücken gekehrt. Aber unsere Ware nehmen sie uns trotzdem ab. Heuchler, allesamt. Vielleicht wird es anders, bis meine Kinder erwachsen sind. Das hatten wir alle schon. Dann viel Glück. Nee, ich dachte, er wäre jetzt irgendwie auch ein Händler oder sowas. Mit dem können wir gar nicht reden. Okay. Dann hat sich das erledigt. Dann würde ich fast sagen, Karte. Weltkarte. Soldatengipfel. Oh, guckt euch das an hier. Oh nein, überall dunkle Brut. Oh Gott. Oh Mann. Okay. Dann mache ich heute ein bisschen früher Schluss. Es war keine sehr aufregende Folge, es war eher eine Hin- und Her-Irr-Folge, aber gehört auch mal mit wieder damit zu. Und die nächste Folge wird sicherlich nicht anders werden, weil ich werde wahrscheinlich gleich eben zum Soldatengipfel reisen. Das machen wir jetzt mal eben in der Zeit, in der ich mich hier noch verabschiede. Und dann werde ich ins Lager weiterreisen. Oh Gott, die dunkle Brut überall. Werde nochmal mit allen reden. Und dann werde ich nochmal entscheiden, mit wem wir zuerst nach Denrim reisen werden. Wahrscheinlich mit Liliana, weil wir die Quest gerade offen haben. Und ansonsten mit Levi könnten wir dann mal reden. Ansonsten, hier ist ja leider auch sonst nichts mehr. Aber wenn ich die Vögel höre, hätte ich Schellen mitnehmen sollen. Nein, das ist gemein. Okay, ich werde jetzt ein paar Sachen hier wieder in die Kiste schmeißen. Mich am Feuer ein bisschen aufwärmen. Versuchen nochmal tief durchzuatmen und dann werden wir erstmal ins Lager gehen, mit allen nochmal wieder reden und dann Denrim, ihr Lieben. Oh Gott. Ich mache mir Sorgen. Ich sag bis hierhin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch, Lissi.